Hallo, meine Lieben. Ja, gestern habe ich es leider nicht geschafft, ein Video zu machen und darum öffnen wir heute gleich zwei Türchen. Jawohl, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs und darum bin ich einfach nicht dazu gekommen. Ne? Ja, dann habe ich heute zwei Päckchen zum Öffnen. Juhu, eigentlich sogar vier. So, wir fangen an mit der Nummer 2 und zwar ist das der Adventkalender von der lieben Melli. Und ja, schauen wir mal, was sich in der Nummer 2 so versteckt. Das machen wir, nee, das machen wir jetzt nicht ab. Wenn ich ihn denn aufbekomme, denn ihr wisst ja, ne? Die liebe Melli. So, also. Da, die liebe Melli, ihre Päckchen wirklich sehr gut verpackt hat. Und das, wo ich doch so neugierig bin. Naja, ich hab's aufgefangen. Und was haben wir hier Schönes? Ui, schaut mal. Und zwar haben wir hier Sticker. Und zwar Kraftpapier-Sticker. Einmal With Love, Merry Christmas. Ja, die sind natürlich toll. Die können wir dieses Jahr auch noch verwenden, denn es müssen ja noch einige Geschenke verpackt werden. Ja, meine Liebe, dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, öffne ich die Nummer 2 von der lieben Saskia mit diesem zuckersüßen Mickey-Maus-Papier. Und oh, schaut mal. TT-Sept Schaumbad, Auszeit, pinke Orchidee. Ach nee, da ist natürlich kein Duft. Da ist natürlich kein Duftloch drin, weil das, was drin ist, ist flüssig. Ja. Und hier haben wir einen, oh, schaut mal, einen Mandala-Block. Und da sind Mandalas drin mit Einhörnern. Einhörner? Pferde. Genau, das sind Pferde, keine Einhörner. Aber trotzdem richtig cool. Ich finde es auch schön, die anderen zu kolorieren und dann kann man die wirklich noch weiter verbasteln. Ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe, auch dafür. Und mein Sohn hat dann für Hilfe gesorgt. So, dann schauen wir mal in die Nummer 3 von der lieben Melli. Also sie hat es wirklich sehr gut gemeint mit dem Tesafilm. Eieiei. Und ich würde sagen, da ist auch was zum Baden drin. Und es duftet nach Zimt. Und ich krieg's auch daraus, versprochen. Ah, da ist es. Okay, es duftet nicht nach Zimt, doch es duftet wohl nach Zimt. Und zwar haben wir Limited Edition, auch von TT-Sept, Wintermärchen. Wollige Wärme fühlen und die Harmonie des Winters genießen. Mit Goldglitzer. Granatapfel und Nelke, aber es duftet auch wirklich nach Zimt. Ja, sehr, sehr schön. Ihr wisst ja, Badezusätze gehen immer. Das gehört ja dazu. So, und dann schauen wir uns noch die Nummer 3 an von der lieben Saskia. Ui, was haben wir da? Oh, was haben wir denn da? Da haben wir einmal, oh, ich hab mal Sticky Notes. Ja, Sticky Notes gehen auch immer und schaut mal. Ja, fragt mich bitte nicht, wie dieser zuckersüße Hasi heißt. Ich habe keine Ahnung. Aber er ist ja sehr, sehr niedlich. Und schaut mal, das kann man so in seinen Planer reinschieben. Und dann hat man das immer gleich zur Hand. Finde ich cool. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und dann haben wir hier, ui, das ist toll. Das sind kleine Stempelkissen. Und zwar sind das Pigmentstempelkissen von Versamark. Oder besser gesagt Versa Color.
Und zwar einmal in Türkis und einmal in Weiß. Ja, vielen, vielen Dank. Stempelkissen gehen auch immer. Ja, super. Ich freue mich. Ihr Lieben, das war Türchen Nummer 2 und 3. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.